Guten Morgen! Foodsharing rockt. Rockt dermaßen. Du lernst total viele neue Menschen kennen. Du bist ja jeden Tag quasi irgendwo anders in deiner Stadt, entdeckst neue Ecken, tust dich sportlich betätigen und ja, es kommt einfach dazu, dass Lebensmittel weniger weggeschmissen werden. Was kann es Schöneres geben? Heute habe ich auch das erste Mal selber was ja, verschenken können. Das war ja, etwas, was ich von jemandem geschickt bekommen habe, der ja, nicht weiß, dass ich nicht diese ganz scharfen Chili-Sachen mag. Und ja, aber derjenige bzw. diejenige, die wird sicherlich ja, da erfreut sein, dass das jemanden gefunden hat, der das zu würdigen weiß. Und das heißt, wenn mal in den Paketen, die beim Foodsharing sozusagen mir geschickt werden von euch. Also ich nenne das auch schon Foodsharing. Also es gibt nicht nur das große Foodsharing, das, wo man sich eintragen kann und wo man dann alles macht, sondern jedes Mal, wenn ihr Essen, was ihr übrig habt, mit jemand anders teilt, ist das schon Foodsharing. Und das sollte eigentlich Normalität sein. Wenn ich etwas habe, was ich nicht möchte, dann gebe ich das weiter. Und an der Stelle echt nochmal richtig, richtig fetten Dank an euch. Also echt fetten Dank an euch. Was ihr mir in den letzten zwei Wochen an Paketen geschickt habt, was da drin war, das ist der Hammer. Also ist wirklich der Hammer. Und ich bin einfach so dankbar dafür. Einerseits natürlich ich persönlich dankbar, dass ich sozusagen ja, quasi kein Geld ausgeben muss für Essen derzeit, bis auf den Hafer und die Bananen vielleicht. Und zum anderen, dass ihr ja soweit denkt, dass ihr, wenn ihr etwas übrig habt, dass ihr das anderen Menschen gibt, jetzt in dem Fall jetzt mir, aber ich hoffe, dass ihr das auch mit anderen Menschen macht, in eurem Bekanntenkreis oder so, die, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist und ihr das nicht mehr möchtet, dass ihr einfach fragt, hey, was, wir kommen übrigens heute zu einer ganz exotischen Verkostung hier, aber da komme ich gleich dazu. Weil ich aber das Foodsharing total genial finde und ich mache es jetzt intensiv erst seit zwei Wochen oder seit drei Wochen und ja, dass ihr eben eure Person in eurem Umfeld dann auch mal fragt, hey, brauchst du das? Möchtest du das? Und so wird halt nichts mehr weggeschmissen. Es ist unglaublich, was wir pro Jahr in Deutschland wegschmeißen. Also ich habe die Zahl mal gehört, ich weiß nicht, wie viele Tonnen das sind, aber es ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie viele Lebensmittel wir wegschmeißen. Und an anderer Stelle müssen die ja wieder produziert werden und irgendjemand hat diese Lebensmittel, ja, weniger, beziehungsweise, das kann man natürlich nicht so eindeutig sehen, also so das von abhängig sehen, aber es geht einfach darum, dass Sachen ja produziert werden auf der Welt. Wenn wir weniger konsumieren, wird weniger produziert, das heißt, wird weniger ausgebeutet oder es wird die, was übrig bleibt, sozusagen genau das Prinzip von Aldi, ne? Wenn von den Markenprodukten was übrig bleibt, wird eine neue Marke drauf gemacht und wird es billiger an eine andere Zielgruppe verkauft. Und so wird das Fleisch dann in Ländern, in anderen Ländern billiger verkauft und haben dann auch wieder mehr Lebensmittel. Lebensmittelverschwendung muss einfach gestoppt werden und Foodsharing ist halt eine super, super Sache. Ich musste erst quasi, ja, dass ich es so intensiv betreibe, quasi ja, reingestoßen werden aufgrund der Tatsache, dass ich halt im Monat für Essen und Trinken ja, eigentlich so gut wie gar nichts übrig habe, so 0 bis 50 Euro. Es lässt sich ja mal schlecht berechnen bei mir als Selbstständiger und bei YouTube ist auch immer so ja, sehr volatil. Ne? Das heißt, ja, wie oft klicken die Zuschauer auf die YouTube-Werbung vorher? Das ist jeden Monat anders. Wie oft kaufen die, also klicken die Zuschauer, die bei Amazon etwas kaufen, vorher auf irgendeinen Link von mir, bevor sie dann bei Amazon einkaufen, um dass ich dann sozusagen 5% des Warenkorbs als Affiliate bekomme. Ne? Wie viele Bücher werden verkauft im Monat? Das sind alles ja, Sachen, die sind jeden Monat ein bisschen anders. Auch die Coachings, die sind natürlich, zumal bei den Coachings das so ist, dass ich das mittlerweile auch ganz gut finde. Ich sage immer Energieausgleich. Das heißt, wir reden miteinander und ja, und ihr sollt eigentlich das, was sich gut anfühlt, für euch tun. Und ja, und jetzt war es so, dass jemand das so gemacht hat, dass sie mir einfach ein Paket geschickt hat. Und ja, und dann Energie und da reingelegt hat, das, was sie für richtig achtet. Und das muss nicht immer Geld sein. Das kann Geld sein, das muss aber nicht sein. Je nachdem, was sich richtig anfühlt. Ja? Und wenn das Lebensmittel sind, ist das auch in Ordnung. Und von daher kann man das auch nicht so genau sehen. Und ja, und entsprechend weiß ich immer nicht genau, was ich im Monat verdiene. Und geht da lieber ein bisschen pessimistischer ran, um dann im Endeffekt ja, nicht Ende des Monats dazustehen und ja, meine Rechnung nicht bezahlen zu können, also sprich Miete. Ja, gut. Lange Rede, kurz Sinn. Foodsharing ist total genial. Und
jetzt habe ich ihr etwas beim Foodsharing bekommen, was echt Hammer ist, ne? Das stand eine Woche beim Foodsharing drin und ich habe gedacht, das ist sofort weg, aber keiner genommen. Und das ist, und das möchte ich mit euch heute testen, live verkosten, weil ich habe beides noch nicht gegessen. Das eine ist Jamswurzel und das andere ist Palmherz. Und das kann man beides roh essen. Ich sage es einfach mal. Ich habe nicht gegoogelt, aber es ist halt irgendein Gemüse, ne? Das wird man roh essen können. Selbst Aubergine und Kartoffeln kannst du roh essen, wenn es nicht zu viel ist. So, und dann wollen wir mal schauen, was hier... Also, diejenige, die mir das gegeben hat beim Foodsharing, hat gesagt, die weiß nicht mehr, ob es ganz gut ist. Sie hat es mal getestet und es ist nicht so ihr Geschmack. Okay, also wird es wahrscheinlich jetzt nicht sowas sein, was jedem schmeckt, aber ich bin auch nicht jeder. Also, ich fange mal mit dem Palmherz an. Palmherz hat sie mir erklärt, das tust du einfach schneiden, also schon mal die raus, das tust du einfach hier so aufschneiden, dann ziehst du die Schale ab. Das hat sie mit der schon gemacht und ich war kosten. Ich habe das vorher noch nie gegessen in meinem Leben, also Palmherz und das ist hier Palmherz und Jamswurzel. Ich glaube, das ist Jamswurzel, das ist Palmherz. Ich sage einfach mal, dann esse ich jetzt das erste Mal Palmherz. Oh, das lässt sich schneiden wie Rettich. Sieht das so aus, ja? Und schmeckt wie süße Rettich. Mega geil. Mega geil. Werde ich mir nie leisten können. Oder zumindest erstmal. Aber mega geil. Süßer Rettich. Jamswurzel. Können wir das vielleicht anbauen? Wenn du was darüber wisst, in den Kommentaren. Jamswurzel, sehr geil. Sättigend und süß, wässrig, Konsistenz wie ein Rettich, noch ein bisschen, nicht ganz so zäh wie ein Rettich, sondern lässt sich ein bisschen einfacher abbeißen. Leichte Süße, mega lecker, mega lecker. Okay. Palmherz. Boah. Riecht schon mal nicht so gut. Ich muss gerade überlegen, ob ich das dann tatsächlich esse. Boah. Das kommen die Worte von ihr in Erinnerung. Sie weiß nicht mal, ob es gut ist. Ja, das weiß ich auch nicht, weil ich habe noch nicht so oft Palmherz gegessen. Boah. Man sollte jetzt das eigentlich nicht tun, ne? Wenn dann... Ich habe die nächsten 3 Tage habe ich keinen Termin. Das heißt, wenn ich eine Lebensmittelvergiftung habe, dann kuriert es das wieder aus. Zumal der Darm richtig schön durchgespült wird. Aber das ist echt schon grenzwertig. Ach komm. Ein Mann, ein Wort. Okay. Palmherz. Oh. Sieht doch irgendwie nicht so cool aus irgendwie. Ich kann es auch nicht lassen, Scheiße zu machen. Das ist das Problem. Aber was wäre das Leben ohne Erfahrung? Weißt du? Was wäre das Leben ohne Erfahrung? Boah, ich krieg Gänsehaut. Boah. Und ich esse es weiter, ja. Boah. Boah.
Auch richtig Gänsehaut hier. Weiß nicht, ob man das erkennt. Hier. Erkennt man sicherlich nicht, wegen Henna sowieso nicht. Übrigens, Henna, neue Leidenschaft für mir. Aber zwar nicht diese scheiß teuren Henna-Tuben. Mal gucken hier. Nicht diese, seht ihr das? Könnt ihr das erkennen? Nicht diese Henna-Tuben, sondern ich mache das selber. Also ein ganz normales Henna-Pulver, das sehr, sehr preiswert ist. Und dann einfach nur Wasser, Zucker und ätherisches Öl dazu und selber anrühren. Muss halt ein bisschen handwerklich dann noch was durch sein und so weiter. Aber sehr, sehr billig und ich kann mich kreativ hier total austoben. Ja, und ja, macht total Spaß und macht es gerne unter Freunden und Freundinnen, die einen Henna haben möchten. Ja, einfach tolle Sache. Aber Thema zurück. Ja, Palmherz schmeckt. Ja, boah. Ja, ist irgendwie so zwischen abstoßend und widerlich, würde ich sagen. Also, ist überhaupt nicht mein Ding. Ich sehe gerade hier unten noch ein bisschen Schimmel dran. Ja, ja, keine Ahnung, werde wahrscheinlich irgendwie einen Smoothie tun oder so. Oder ich, ja, frag mal, ob es jemand. Ja, ich werde es verteilen. Ich werde einfach, ein paar Leute fragen, die jetzt hier in der Ecke sind, ob sie mal Palmherz probieren wollen. Und ja, und dann geht das Stück, denke ich, weg. Ansonsten werde ich es einfach essen, weil ein paar Nährstoffe sind auf jeden Fall drin. Und es schmeckt jetzt nicht schlecht. Wie gesagt, das hier unten ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Schimmel ist oder was, das ist hier so dunkel. Ja, ja, Jamswurzel richtig geil, werde ich gleich mal hier im Mund wieder normal Geschmack zu machen. Richtig geil, Jamswurzel, Palmherz kannst du nicht gar drücken. Also das ist wirklich, keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Man kann es essen wahrscheinlich einfach und das ist wahrscheinlich so ein Produkt, wo jemand reingebissen hat, gesagt, das kann man essen, das kann man verkaufen, ne? Aber an sich, könnt ihr mal googeln, wenn ihr was wisst über Palmherz, vielleicht ist es gut gegen Krebs oder so, oder keine Ahnung, damit man eine höhere Libido hat, also irgendein Grund muss das Ding sicher verkaufen, aber vom Geschmack, das ist es definitiv nicht, also das wird irgendwas anderes sein. Gut, es gibt ja auch Leute, die Durian kaufen, also von daher, ja, es gibt schon, ja, verschiedene Geschmäcker auf diesem Planeten. Gut, also, ich esse jetzt weiter meine Jamswurzel. Ich habe ja noch eine ganz neue. Foodsharing, echt beide Daumen nach oben. Danke, du, die mir dieses hier probieren. Also zumindest für die Jamswurzel. Da auch danke. Da mache ich vielleicht ein paar Leute glücklich. Und ja, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Ciao.